Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ein paar interessante Informationen, unter anderem Leak für einen neuen Hop-Up für die 45 und für die Alternator. Der klingt sehr, sehr interessant und macht für mich zumindest die Alternator noch spielenswerter, als sie eh schon ist. Es gibt wieder einige Probleme, Bugs, Fehler. Ich gehe auf einige Sachen ein, wie zum Beispiel, es gibt Leute, die wirklich nicht in Apex Legends mit ihrem Account reinkommen. Hat sich Respawn zu Wort gemeldet. Es gibt keine Lösung, außer eine sehr drastische, gehe ich gleich drauf ein. Und das Event, was aktuell aktiv ist, es war am Anfang des Events ein Problem. Ich glaube, es ging ungefähr eine halbe Stunde, plus minus ein paar Minuten. Legt euch da mal nicht so genau fest. Denn die Besonderheit bei dem Collection Event war, dass man für Crafting Metalle sich, wie bei jedem anderen Collection Event, konnte man sich theoretisch alle Packs oder alle Skins mit Crafting Metallen craften. Die Besonderheit bei dem Event war oder ist, dass das 50% günstiger ist, nur auf die Crafting Metalle, nicht auf Apex Coins, ganz wichtig. Wie gesagt, die erste halbe Stunde war ein Bug drin und da war der volle Preis drin. Solltet ihr unter den Opfern sein, die das vielleicht nicht gecheckt haben, hat sich Respawn zu Wort gemeldet. Link packe ich in die Videobeschreibung, ganz wichtig. Sollte nämlich jemand von euch vielleicht schon ein paar Packs oder, keine Ahnung, vielleicht sogar alles sich reingepfiffen haben mit den Crafting-Metallen, dann gibt es unten ein Support-Ticket. Das könnt ihr öffnen. Dann könnt ihr euch an Respawn oder EA wenden und die helfen euch dann hoffentlich so zeitnah wie möglich und schreiben euch die Crafting-Metalle, die ihr eventuell zu viel bezahlt habt, wieder gut. Ich zeige euch ganz am Ende des Videos, sollte nicht allzu lange gehen, noch mein auf Twitch live gestreamtes Event-Pack-Opening. Muss ich in Anführungszeichen setzen, weil ich ungefähr 70% der Packs oder der Skins mir tatsächlich mit den Crafting Metallen zugelegt habe. Es sind aber auch einige, wer das nicht weiß, 7 Packs an der Zahl habe ich dann noch normal geöffnet und da sind auch legendäre Sachen dabei, teilweise aus dem normalen Loot-Pool für die Skins, weil einige geschrieben haben, naja, warum willst du denn da ein Pack-Opening machen, wir wissen doch alle, was drin ist. Ja, da ist ein bisschen mehr drin als nur das, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und wie gesagt, es ist mit den Crafting-Metallen aktuell der bestmöglichste oder in Anführungszeichen günstigste Weg, um sich ein Erbstück zuzulegen. Was aber auch sehr interessant ist, vielleicht hat sich der ein oder andere die Frage gestellt. Ich mache mal kurz die Kamera weg. Moment, wo ist sie? Denn wir können ja aktuell in dem Event 2 Packs aus eigener Kraft freischalten. Moment, hier ist es. Na, gehst du mal drauf? Irgendwie? Na. Jetzt will er nicht. Jetzt hat das, keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Wenn wir die Liste durchgehen, können wir ja, das ist ja hier diese bekannte Liste, wo wir diesen absolut mega geilen Spitfire-Skin uns freischalten können. Was besonders ist nämlich, wir können uns ab 3000 Punkte so ein Event-Pack freischalten. Und eben, wenn wir das komplett geschafft haben, die ganzen Challenges, noch ein zweites. Jetzt ist die Frage, was könnte sich in diesen Event-Packs verbergen, wenn wir, so wie ich es jetzt gemacht habe, quasi das komplette Event schon durchgeballert haben und mit Crafting-Metallen und ein bisschen Geldeinsatz natürlich, ganz ohne ging es auch bei mir nicht, ein 50er musste dran glauben. Was könnte da drin sein? Da bin ich sehr gespannt. Ich werde auf jeden Fall, wenn ich die Challenges durch habe, die Packs logischerweise öffnen und mich mal überraschen lassen, was da drin ist. So, bevor ich mich um Kopf und Kragen rede, fangen wir jetzt mal mit den Informationen an. Wie gesagt, zum Schluss dann das Pack-Opening. Ich würde mich freuen, wenn ihr dran bleibt. Das habe ich euch schon gesagt. Link auf jeden Fall auch in der Videobeschreibung, solltet ihr die Probleme gehabt haben und habt da was gekauft. Jetzt kommen wir zu diesem, welchem Problem. Ich habe einige Nachrichten auf Instagram und unter einigen aktuellen YouTube-Videos erreicht. Es gibt Leute, die können sich nicht mehr einloggen. Ihr startet Apex, dann kommt vielleicht noch dieses EA-Intro und dann drückst du vielleicht X und dann lädt das ewig und ewig und ewig und es passiert nichts und du wirst zurück in dieses in das Menü geworfen. Also kommt der Loading-Screen und dann bist du wieder zurück in diesem Hauptmenü, wo du die X-Taste oder die Bestätigungstaste drücken kannst und es passiert einfach nichts. Respawn hat sich zu Wort gemeldet. Sie haben aktuell keine Lösung und die einzige Lösung, die es aktuell tatsächlich gibt, und das ist nicht die Lösung, die wir haben wollen. Wir müssen uns theoretisch einen neuen Account erstellen und können dann wieder Apex zocken, nur mit dem Hauptaccount leider aktuell nicht. Das ist wirklich eine ganz, ganz bittere Pille für die Leute, die so sehr Bock haben auf Apex Legends. Vor allem, das ist seit dem Start von Season 8 ein Riesenproblem. Und auch die Probleme, das hat Respawn auch geschrieben, habe ich jetzt nicht ausgeschnitten von Twitter.
Slow-Mo-Server-Probleme mehren sich. Wer es nicht kennt, hatten wir in früheren Seasons schon ganz häufig, ich in den letzten Tagen immer mehr, als würdest du auf dem Mond rumspringen, ohne große Gravitation. Du springst ganz langsam durch die Weltgeschichte von Apex Legends und kannst in diesen Runden einfach nichts reißen. Diese Probleme werden immer mehr und das untersucht Respawn auch aktuell. Ich bin gespannt, ob da hoffentlich bald mal eine Lösung kommt, denn ich muss ganz ehrlich sagen, der Start von Season 8 war geiler und zwei, drei Tage später wurde es immer schlimmer. Apropos, bevor wir jetzt wirklich zum Abschluss kommen und euch den gleich noch das mit dem Hop-Up zeige, sagt mir mal bitte in den Kommentaren eure ehrliche Meinung zu diesem Event. Und ich meine nicht die Skins, sondern einfach dieses Event. Wir haben ein weißes Körperschild am Anfang, eine Mosambik und so weiter und so fort. Achtung, Sarkasmus an. Geilstes Event der Welt. Sarkasmus aus. Also ich bin ganz, ganz ehrlich, das muss ich jetzt einfach ehrlich noch loswerden in diesem Video. Wie kann man zum zweiten Geburtstag so ein einfallsloses Event raushauen, wie ich droppe mit einer Mosambik, weißes Körperschild, Knockdown-Schild, weißer Rucksack und mehr passiert einfach nicht. Wir finden halt keine weißen Sachen. Alles mindestens selten, blau aufwärts. Ist das nicht absolut langweilig? Und ich weiß, es können viele damit nicht umgehen, wenn ich manchmal zu ehrlich meine Meinung raushaue und dann heißt es wieder, dann spielst du nicht, wenn du es scheiße findest. Ich liebe das Spiel so sehr, dass ich diese ehrliche Meinung einfach loswerden muss, damit ich für mich sagen kann, ich habe das Nötigste getan, damit sich vielleicht was ändert. Es wird sich garantiert mit meinem Wort sowieso nichts ändern, aber das muss einfach mal gesagt werden. Ich finde das Event mega, mega traurig und schlecht. Aber die Skins sind trotzdem fast alle sehr, sehr interessant. Ich zeige euch jetzt erstmal den Hop-Up, bevor die meisten hier wegschalten, weil ich zu viel quatsche. Und zwar gibt es einen Leak für den Armor Smith Hop-Up für die Alternator und für die RE45. Das ist der absolute Wahnsinn. Ich spiele die Alternator sehr, sehr gerne. Mit dem Hop-Up wird es noch interessanter. Denn der Hop-Up soll nichts anderes bewirken, als dass wir unser Evo-Shield schneller hochpimpen. Machst du vielleicht gerade mit ein paar Kugeln 50 Schaden, bekommst du vielleicht statt 50, 70 oder 80 Punkte auf dein Körperschild und es geht schneller hoch und du bist schneller auf der Maximalstufe des Evo-Shields. Diese Hop-Up-Idee finde ich absolut genial. So, Daumen da lassen, Abo da lassen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr in Sachen Apex Legends nichts verpassen wollt. Und für alle, die jetzt noch dieses Pack-Opening nicht verpassen wollen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen, wenn ihr bis zum Schluss dran bleibt. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao. Fangen wir mal an. Also 400 ist schon, das ist schon eine geile Brace. Der Brace ist heiß. Zack. Irgendwie fehlt aber so dieses Pack geht auf, Bruch und du guckst, was drin ist. Eigentlich ist es schade. Aber ist mir egal. So kann man echt günstig an ein Erbstück kommen. Günstig ist auch wieder richtig dämlich, oder? Günstig ist doch dumm gesagt. Ich schmeiß mit Crafting-Metallen durch den Club. Aber ich glaube, ich muss mir von Lifeline trotzdem die 7 Packs kaufen. Und die kann ich dann durch Dingensen. Der sieht eigentlich geil aus. Den mach ich mal rein. Geh weg. Ach, der andere Skin. Die legendären, die sind viel interessanter. Ich finde, die seltenen sind irgendwie überhaupt relativ unspektakulär. Ups. G7? Oh, doch. Oh ja. Der ist nice. Der gefällt mir richtig gut. Den machen wir direkt mal drauf. Holy fucking. Lethal Injection. Der sieht geil aus. Der sieht geil aus. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir der so gut gefällt. Aber wir machen den mal mit rein. Zack. Prowler. Boah, den finde ich total hässlich. Erst kaufen, dann gucken. Immer erst kaufen, dann gucken. Guckst du. Impuff. Erst kaufen, dann Nutter aussuchen. Nee, erst. Ich glaube, das war falsch, was ich ja gerade erzähle. Dann wird er einer vorgesetzt, so rum. Der ist auch irgendwie Schwarz-Rot-Gold. Sag ich doch. Ein Deutschland-Event. Absolut. Habe ich ihn jetzt ausgerüstet? Jetzt habe ich ihn.
Oh, der Spitfire-Skin ist auch ultra, ultra nice. Die epischen Skins sind Platzhalter, das kann man ja wirklich so sagen. So, wo sind wir? Ich habe immer noch 10.000, das ist schon geil. Okay, zack. Ja, der Wingman-Skin, irgendwie hat er doch, irgendwas hat er. Ich glaube, diese Animation auf dieser Kiste sieht schon geil aus. So, jetzt gucken wir mal. Ich muss jetzt mal kurz überlegen. Ich glaube, ich kaufe jetzt noch 5 und den Rest mache ich mit Special Offer Nummer hier. Ich warte jetzt quasi, bis ich 7 übrig habe noch. Das dürfte funktionieren. Genau so. Nee, warte mal. 7 Packs, 8 übrig lassen. Also mache ich jetzt noch 4 mit Crafting-Metallen, kaufe das hier und dann komme ich durch. Sehe ich das richtig? Ich glaube, das sehe ich richtig. Ich mache zuerst den, weil den finde ich nicht schön. 8200 waren es sogar. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir diese Fresse nicht hier. Ich mache den nicht rein, jetzt noch nicht. Dann nehmen wir als nächstes, wen finde ich noch nicht so schön. Wir machen die erstmal weg, die hässlich sind. Das ist auch ein richtig hässlicher Skin. Pfui Teufel, geh weg. Bist du ein hässlicher Skin? So, der ist geil. Oh, der Pathfinder Skin gefällt mir auch nicht. Das Recolor ist absolut unschön. So, Bangalore ist geil, der ist geil. Ja, Wraith ist auch nicht so geil. Wraith ist auch irgendwie die miese Katze. Ich kann mich nicht so richtig entscheiden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Liege ich doch jetzt richtig? 7 Packs und ein Lifeline-Skin. Oh, warte mal, habe ich jetzt den Lifeline-Skin versehentlich gekauft? Nee, habe ich nicht. Oh, ich dachte schon, ich bin dumm. Und wenn ja... Ja, das müsste doch funktionieren. Was? Revenant sieht aus wie ein Bionicle. Was ist das? Der Gibi sieht. Der Gibi-Skin ist ultra geil. Absolut. So, jetzt zeigt mal her hier aus Zeugnis. Ach, die sind jetzt hier drin. Ich will nochmal sicherheitshalber hier. Zweck her. 7 Anniversary. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genau. Na dann Feuer frei. Das hat wieder einen schönen Überraschungseffekt. So gefällt mir das. Ah, so geil. Oh Gott. Er sieht einfach geil aus. Punkt. Muss ich einfach mal sagen. Snake Bite King. Vielen Dank. Boah, kenne ich einen Snakebite? Snakebite. Ach, Snakebite, natürlich. Der Dartspieler. Ernsthaft, der ist ja ultra langweilig. Peter fucking Wright. Geilster Dartspieler. Finde ich. Och, wenn ich doch nur Mirage spielen würde, der sieht so sexy aus. Halt doch die Fresse. Oh, wie geil ist das denn? Ein Mastiff-Skin ist noch dabei. Mein absoluter Favorite Mastiff-Skin. Ist das geil? Na, das ist doch zauberhaft. Die hat er, glaube ich, nur 2 legendäre. Kann das sein? Ist der geil. Dafür hat es sich schon gelohnt. Der Bloodhound-Skin ist auch so ultra sexy. Ohne fucking Scheiß. Lego. Okay, ich kenne mich mit Lego leider nicht aus. Ah,
Bengel, wenn das nicht der geilste Bangalore-Skin on Earth ist. Earth mit Ö geschrieben. Der ist ultra nice. Die komischen Locken auf dem Schädel sehen zwar ein bisschen komisch aus, aber ansonsten ultra. Dann noch den Spitfire-Skin dazu. Und schon ist alles edel. Ihr guckt doch auch gerade alle auf den Arsch, kann das sein? Der sieht einfach geil aus. Ultra, ultra geil. Also skintechnisch muss man sagen, Respawn hat's drauf. Gibt zwar auch viel Müll, aber was ist das eine brachiale fucking Naturgewalt, dieser Caustic, Alter. Der springt ja direkt in die Fresse mit diesem Skin. Ist das nur geil. Aber ich muss dran denken, dann Bloodhound zu spielen. Der sieht ultra nice aus. Fehlt nur noch Gibby, kann das sein? Ah, Ehrenpizza. Ich bin auch Team Loba. Er ist absolut. Loba hat den geilsten Arsch der Welt. So, jetzt kommt Gibby. Gibby ist einfach nur eine Maschine. Alter, der nimmt den ganzen fucking Bildschirm ein. Das ist so geil. Der ist so ultra nice. Was könnte die 79 bedeuten? Der passt gar nicht, den kriegst du gar nicht da. Du siehst gerade noch den Rand der Knarre, der Eva 8. Warum hat der eigentlich diese hässliche Waffe in der Hand? Ist das ein Hirsch? Ist das ein Hirsch? Welches Erbstück holst du dir? Ich glaube nicht, dass ich mir überhaupt eins hole. Oh, Erbstücksplitter. Krass. Ich wusste gar nicht, dass die von alleine kommen. Null Packs remaining. Warum ist da dieser Caustic Hammer so verzogen drin? Geil. Einfach nur geil. Was ist denn das? Battle Pass? Warum bin ich denn jetzt Battle Pass Level 14? Durch was? Weil ich hier gepayt habe oder was?